Das geht auch über den Dateformat-Export. Das ist Dateformat, auch vielleicht mal für alle, die es interessiert. Es gab ganz lange Zeit zum Datenaustausch zwischen DATEV, Rechnungswesen und anderen Programmen, gab es die sogenannten Post-Versanddateien. Das war so ein proprietäres Format der DATEV, das konnte man exportieren und importieren. Das haben die dann irgendwann abgeschafft und haben dann stattdessen auf das DATEV-Format gesetzt. Das war eben offener Standard, CSV-Format, und das kann man jetzt auch einfach importieren, exportieren. Und das DATEV-Format ist auch proprietär in dem Sinne, dass es halt so einen standardisierten Header hat, wo gewisse Dinge drinstehen. Es gibt auch so verschiedene Ausprägungen des DATEV-Formats, beispielsweise für Stammdaten oder für Belege. Aber grundsätzlich kann man eben zum Beispiel den Header auch rauslöschen, und dann ist es einfach eine CSV-Datei mit verschiedenen Spalten, die eben auf eine bestimmte Art und Weise formatiert sind. So, und wenn eben das Programm, was man nutzt, CSV-Daten importieren kann oder halt auch sogar das DATEV-Format, das ist halt am weit verbreitetsten, weil eben viele DATEV nutzen, deswegen haben die meisten Programme auch so ein DATEV-Format Export oder Import, dann kann man das auch importieren. Ganz konkret für BMD ist es so, dass dass eure Kanzlei ein extra Modul kaufen könnte, nennt sich DATEV-Format-Modul oder so, und dann kann BMD auch DATEV-Format importieren. Das heißt, wenn die Kanzlei das schon hat, ja, dann könnt ihr es einfach nutzen. Das muss man halt einmalig einfach für die Kanzlei kaufen. Dann habt ihr Glück. Wenn die Kanzlei das noch nicht hat, dann ist sie vielleicht bereit, das für euch zu kaufen, oder ihr teilt euch den Preis, oder die Kanzlei stellt euch das in Rechnung. Das obliegt dann euch, wie ihr das mit der Kanzlei organisiert. Und dann könnt ihr eben auch die Rechnung im DATEV-Format importieren. Der einzige Unterschied zu dem bisherigen Export für DATEV-Kunden ist eben der, ich hatte es ja erzählt, in der erweiterten Bearbeitungsform hat man dieses Menü der Periode, wo anhand des Rechnungsdatums dann die Monatsperiode automatisch bestimmt wird, und dann kann man die Sachen eben monatlich bereitstellen. Das würde mit dem DATEV-Format dann auf Seiten von Candice erfolgen. Das heißt, wenn man jetzt meinetwegen 100 Rechnungen zum Export bereit hat und man würde das Ganze gerne im DATEV-Format exportieren, dann könnte man jetzt keine Datei für 3 Monate generieren, sondern man könnte eben immer monatsweise die Sachen im DATEV-Format runterladen und dann bei sich im BMD-System oder in einem anderen System, was man nutzt, auch importieren. Hallo Falco, ich habe dich vorhin mal in die Bühne geholt. Steff von unserem Product Team hat auch im Chat mal einen Link geteilt von unserem Hilfecenter. Da wird tatsächlich auch alles erklärt. Aber hat dir Lars' Antwort schon mal ein bisschen weitergeholfen? Ja, vielen Dank für die Antwort. Wir sind jetzt, sage ich mal, nicht an eine Kanzlei gebunden. Wir buchen selber. Deshalb müssten wir ja dann wahrscheinlich diese Lizenz selber tragen. Aber Ja, ich glaube, das sind 600 € oder so. gibt es denn auch eine Möglichkeit, sage ich mal, dass BMD und Candice sich, sage ich mal, zusammentun und dort eine Schnittstelle bauen? Ja, das ist sicherlich eine Option, aber jetzt muss man ganz offen sagen, wir haben jetzt noch nicht so viele BMD-Kunden, dass sich das wirtschaftlich lohnen würde. Das ist der Grund, genau, der Grund auch, warum man dieses Modul kaufen muss, ist, weil BMD auch sagt, man kann jetzt nicht einfach so flexibel CSV-Daten importieren, sondern BMD strebt eben schon an, dass es immer eine richtige Schnittstelle gibt. Genau, und aktuell wäre es erstmal das DATEV-Format, und perspektivisch sollten wir mehr BMD-Kunden akquirieren oder sollte das gut funktionieren mit BMD oder so, dann ist das auch immer eine Option. Ist jetzt aber erstmal jetzt mittelfristig nicht geplant, weil wir jetzt erstmal gucken würden, wie funktioniert das denn mit dem DATEV-Format? Gibt es da BMD-Kunden, für die es interessant ist? Können wir noch mehr BMD-Kunden akquirieren und gucken, wie sich das entwickelt? Ja. Okay. Na, wir hatten das beim anderen Programm gehabt, dass sich das Programm und BMD kurz geschlossen haben und dann hat man zusammen dort so eine Schnittstelle gebaut und die konnten wir dann nutzen. Geht klar, aber warten wir erstmal ab. Genau, einfach mal nachfragen. Ich weiß gar nicht, ihr habt ja wahrscheinlich so einen Vertriebskontakt bei BMD oder so. Dann genau, einfach mal das Modul Genau. anfragen. Genau, Und und sonst hat ja, ich wollte Falco. gerade noch sagen, genau, wenn ihr Feedback dazu habt oder irgendwie zum Beispiel mit uns den ersten Import oder so mal gemeinsam machen wollt oder so, wir sind auch immer interessiert daran zu verstehen, wie das letztendlich funktioniert. Also wenn das für euch interessant ist oder so, dann meldet euch gerne mal, ne? Dann lernen wir auch ein bisschen dazu. Genau, vielleicht könnt ihr ja mit der Schnittstelle mehr Kunden akquirieren.
Vielleicht, ja, ist ja so Henne-Ei-Problem immer, ne? Geht klar, vielen Dank. Bitte. Danke dir. Und dann meinte noch der Falco, lass vielleicht ganz ein bisschen.